Da ist es nun. Nach einem halben Jahr ist es noch immer das beste Tablet der Welt und das wird es auch noch einige Zeit bleiben. Wie gut es wirklich ist und welche Probleme ich oft mit dem iPad habe, seht ihr nach dem Intro, also bleibt dran. Lange habe ich mir überlegt, ein iPad zu kaufen, doch jedes bisherige Modell hatte etwas an sich, was mir nicht gefiel. Das 9,7 Zoller sprach mich nicht richtig an und das 12,9 Zoll Modell hatte keine 4K-Kamera. Und nun gibt es die perfekte Mischung aus beidem. Das Ergebnis ist das iPad Pro 10,5. Dünnere Displayränder hat es auch bekommen und das ist meiner Meinung nach perfekt. Denn wenn ich YouTube auf dem iPad schaue, liegen meine Daumen immer oben und unten auf den Rändern und daher machen die sich eigentlich ganz gut. Ich habe es immer in meiner Hülle, denn man sollte ein 730 Euro teures iPad nicht einfach so benutzen. Hin und wieder benutze ich auch meine 12 Zoll MacBook Tasche dafür. Zum Glück hat das Ding einen normalen Homebutton und nicht zu vergessen die Touch ID 2.0, wenn man sie denn so nennen kann. Leider funktioniert der Fingerabdrucksensor im Vergleich zum OnePlus 5 sehr schlecht. Er erkennt kaum meinen Finger. Durch das blöde Auflegen und Drücken muss ich ständig meinen PIN eingeben, da der Fingerabdrucksensor meinen Fingerabdruck nicht erkennt. Dieses Problem hatte ich auch schon damals beim iPhone 7. Beim OnePlus 5 reagiert der Scanner richtig schnell und wenn das bei Apple so weitergeht, dann wird selbst die Touch ID 10.0 nicht meinen Finger erkennen. Also Apple, ändert da mal was, damit es auch mal besser bei mir funktioniert. Also der Fingerabdruckscanner ist zu 0% zuverlässig. Lightning hat das Ding auch immer noch, aber mir kommt es so vor, als wenn der Akku ewig laden würde. Das liegt wohl eher nicht daran, dass er ewig lädt, sondern es liegt einfach nur am riesigen Akku, der im Gerät verbaut ist. Die Lautsprecher sind mit großem Abstand die besten, die ich je in einem Tablet gehört habe. Die sind so extrem krass, das ist wirklich unbeschreiblich. Insgesamt 4 Lautsprecher hat es. Der Ton wird angepasst, wenn ihr es dreht und meiner Meinung nach ist der Ton noch besser, wenn ihr das iPad ins Querformat dreht. iOS 11 läuft nun auf dem Gerät und ist zuverlässig, wenn da nicht dieses eine Problem mit dem Fingerabdrucksensor wäre, welches sich bestimmt durch ein Software-Update beheben lassen würde. Das Display ist wirklich hell und wenn ich wirklich hell meine, dann ist es auch wirklich hell. Das 9,7 Zoll Modell gibt es übrigens nicht mehr. Wenn man das Display sieht, denkt man, dass man die Apps einfach aus dem Display rausholen kann. Es hat irgendwie etwas von einem 3D-Effekt, finde ich. Reflektionen gibt es auch weniger auf dem neuen Display und das ist auch nochmals ein Punkt, womit es sich stark von der Konkurrenz unterscheidet. Und jetzt kommt's, es hat ein 120 Hz Display. Das ist mega, ich liebe es. Anfangs konnte ich es nicht wirklich beurteilen, aber im Vergleich zum iPad Air 2 ist es um Welten besser. Nun zur Kamera. Die ist total übertrieben für ein Tablet, denn es ist die gleiche Kamera wie im iPhone 7. Zumindest laut Apple. 4K 30 FPS also. Es stört leider ein bisschen, dass sie so weit aus dem Gehäuse hervorsteht, aber mit der Hülle merkt man das nicht. Und apropos Hülle, die kosten 150 Euro pro Stück, was echt übelst übertrieben ist. Sowohl die Innen- als auch die Außenkamera sind echt gut und konnten mich überzeugen. Bei Lowlight ist sie leider nicht so brillant, was aber nicht weiter schlimm ist. Aber hey, man muss wirklich sagen, dass das Spitzentablet brutal schnell ist und es daher nicht verwunderlich ist, dass es auf Platz 1 steht. Kommen wir aber mal zum Akku. 4 Tage hat das iPad bei mir locker geschafft, mit relativ starker Benutzung. Ich schaue kaum auf die Akkuanzeige, denn es erstaunt mich positiv von Tag zu Tag. Sehr oft benutze ich den seit iOS 11 vorhandenen Dateiordner. Dort lade ich einfach meine auf dem iPad getippten Dokumente in die iCloud Drive hoch und schon ist alles auf allen anderen Apple-Geräten von mir. Sehr cool. Das, was beim Mac also feiner heißt, ist beim iPad sozusagen der Dateiordner. Es kann durchaus einen Computer ersetzen, aber Videoschnitt auf dem iPad ist echt nicht gut. Auf dem Mac ist das Schneiden der Videos super einfach, aber auf dem iPad läuft nicht wirklich viel. Damit ist nicht die Leistung des iPads gemeint, sondern die Software. iMovie gibt's fürs iPad und ja, ich weiß, es gibt auch noch andere Programme, aber ich möchte hier echt mal einen dummen Softwarefehler erwähnen. Daher begrenze ich mich auf iMovie. Wenn ich Videos auf dem Mac schneide, achte ich immer auf den Ton, aber dieser wird in der Timeline von iMovie auf dem iPad total verzogen dargestellt. Hey Apple, ihr macht alles perfekt, aber der seit 2015 bestehende Fehler wurde bis jetzt noch immer nicht behoben? Da frage ich mich wirklich, ob ihr das extra macht und wenn der Ton nicht richtig angezeigt wird, kann auch nicht geschnitten werden. Zubehör. Ich habe den Apple Pencil und der ist hier nochmal schneller. Falls ihr mein Review noch nicht dazu gesehen habt, dann schaut dieses Video hier zu Ende und klickt dann in die Endcard auf das Review.
Und wie schon gesagt, braucht ihr definitiv ein Case, eine Tasche oder auch die originale Apple iPad-Tastatur. Mein Fazit: Es rennt Tag und Nacht und hört einfach nicht auf. Die Konkurrenz hat echt keine Chance und schläft. Das iPad ist in allen Kategorien das beste Tablet. Neben der besten Performance bietet es euch die besten Lautsprecher, das beste Display, die beste Akkulaufzeit und so weiter. Ich denke schon, dass es den Preis von 730 Euro wert ist. Dafür bekommt man aber auch eine Spitzenleistung und ein sehr elegantes Design. Und bevor dieses Video zu Ende ist, sage ich noch eins: Diese Idee wird immer besser.